Sebastian Nitsch heute bei uns und geht zur Immobilientag. 6before7 hat ja jetzt mit dem Altan-Quartier eines der größten Quartiersentwicklungen in eigentlich europaweit begonnen. Ja? Auf jeden Fall in Österreich und auf jeden Fall innerstädtisch, innerhalb des Rings, glaube ich, sind wir das Größte. Wir verbauen dort knapp 3 Hektar in Summe. Ja. Was ist die Vision hinter diesem Quartier? Ich glaube, die Vision hinter diesem Quartier ist, ich sage immer, wenn Sie ein Bürohaus, ein Wohnhaus und ein Hotel mit ein bisschen Nahversorgung nebeneinander stellen, ist es noch lange kein Quartier. Auch wenn die Städte, wenn man verdichtet werden und man näher zusammenrückt, kommt trotzdem die Vereinsamung in den Großstädten. Das heißt, ich glaube, was hier die Vision ist, ist ein urbanes Zusammenleben, wo Emotionen entstehen, wo Leben entsteht, wo ein Miteinander entsteht. Wenn man das Altan-Quartier im 9. Bezirk kennt, das war früher den Bezirk trennender Teil mit diesem dicken Wal, der da drinnen gelegen ist, und das wird zum Zentrum, zum Mittelpunkt, zur Begegnungszone, auch wenn das ein strapaziertes Wort ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied: Leben in einem Quartier, kurze Wege, arbeiten, leben, Freizeit verbringen, Gastronomie und das in einem seinem Grätzl. Ja. Wie wird denn der Bestand rundherum einbezogen in diese Entwicklung? Ich glaube, viele wissen das nicht, dass der 9. Bezirk deswegen so schön ist, weil er im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde, weil das so die Nachschubslinien der Alliierten waren. Deswegen haben wir diese wunderschöne Gründerzeitsituation. Und wir ziehen ja die Prachtstraße, die Porzellangasse in unsere Plaza hinein. Also ich glaube, dass der ganze Bezirk rundherum auch sehr profitiert davon. Man sieht das jetzt schon, wie viel revitalisiert und aufgebaut wird rundherum um unsere Projekte. Heute bei der Podiumsdiskussion geht es um Wohnen der Zukunft. Also die These steht im Raum, dass die vielen sozialen, technischen, aber auch also sowas wie die Nachwirkungen der Pandemie, dass die Einfluss haben wird auf wie wir wohnen. Mit welchen Szenarien gehen Sie da in die Zukunft? Ich glaube, Wohnen erfährt gerade eine Vielzahl an Variationen, an Derivaten, kann man fast sagen. Also von der Eigentumswohnung, die für viele nicht mehr erschwinglich wird, der Mut oder der Weg dadurch in die Mietwohnung. Wir haben diese ganzen Themen mit dem gewerblichen Wohnen, sozial, also abgesehen von den sozialen Wohnen, aber diese Managed Apartment-Geschichten. Und die Sozialkomponente wird natürlich auch immer wichtiger. Leistbares Wohnen muss hergestellt werden, aber das alles im Rahmen von ESG und Nachhaltigkeit. Also wir haben schon einige Themen am Teller liegen. Ja. Da gibt es dieses Metaverse, das so ein bisschen im Raum steht, wo ja auch eine Virtualisierung des Wohnraums angedacht wird. Habt ihr in die Richtung auch euch schon informiert, schlau gemacht? Also die Metaverse kommt definitiv. Es ist so, dass wir uns vor 20 oder vielleicht sind es schon 25 Jahre nicht vorstellen konnten, dass sowas wie Facebook und Instagram gibt. Also die Metaverse kommt. Vom Altan-Quartier gibt es einen digitalen Zwilling. Also da sind wir schon mittendrin. Alle großen Internet-Giganten bauen das ja auf. Es gibt dort schon Flächen. Also diese Welt kommt. Wie sie wirklich ausgestaltet wird, das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ein Thema, dem wir uns auf jeden Fall widmen, und mit dem Altan-Quartier fangen wir auch da an. Also es gibt einen digitalen Zwilling. Jetzt ist man als Developer, als Projektentwickler einem enormen Kostendruck momentan ausgesetzt, dem man natürlich durch effiziente Prozesse auch entgegenwirken kann. Was macht ihr, um eure Prozesse besser zu machen? Ich glaube, das Thema Lean Management ist auch in der Immobilienwelt angekommen, beim Projektentwickler vielleicht noch eher als in der Bauwelt, wobei die, glaube ich, auch sehr hart daran arbeiten. Ich glaube, der mangelnde Know-how-Transfer in der Projektentwicklung und im Bauen hat uns immer schon beschäftigt. Das ist ein großes Thema, wo man effizienter werden kann. Aber ich glaube, so lean kann man gar nicht sein, dass man die Baukostensteigerungen derzeit damit einfangen könnte. Ich glaube aber, dass der Trend auf jeden Fall auch zu neuen Bausystemen kommen wird. Holz vorgefertigt, Modul, seriell, was auch immer. Also da kommt auch sehr viel Entwicklung auf uns zu. Vielen Dank, dass Sie heute da sind, und danke für das Interview. Danke für die Einladung.